Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir wollen heute mal wieder einen Duo-Raid machen. Beziehungsweise was heißt wieder, wir haben aber bisher noch gar keinen gemacht. An den letzten Sachen bin ich ja gescheitert, Absol und Despotar habe ich auch mal gemacht, Solo probier. Das wird auch noch online kommen, aber aus aktuellem Anlass wollen wir euch heute mal den Heatran zeigen im Duo. Habe jetzt also zwei Accounts dabei, Level 40er. Und wollen wir mal probieren, ob wir das zu zweit, alleine zu zweit, down kriegen. Dann mache ich jetzt mal hier eine private Gruppe auf, kurz. So, Heatran ist wenigstens nützlicher als das Cresselia, was die ganze Zeit da war. Jetzt haue ich hier schon mal den Pass rein für eine private Gruppe. Jetzt muss ich mal kurz hier drüben schauen. Relaxo. Pikachu. Radfratz, damit ich hier auch den Pass einwerfen kann. Relaxo, Pikachu, Radfratz. Das sind also die zwei Kampfteams, die ich jetzt ausgewählt habe. Ihr seht, da ist einmal Groudon dabei, zweimal Rihonyo mit 100%, 98%, das Groudon hat 96%, 100er Sumpex und zwei Rizeros. Mit schlechten IV, die habe ich aber einfach mal so reingeschmissen. Und auf dem anderen Account auch Groudon, Rihonyo, zweimal Sumpex mit 100% und 200% Geowatz. Natürlich alle mit Bodenattacken ausgestattet. Lehmschelle, Lehmschuss als Quick Move und Erdbeben natürlich als Charge Move. Und jetzt wollen wir nicht lange reden, wir lassen die Lobbyzeit runterlaufen. Und wenn der Kampf losgeht, werden wir draufhämmern und mal schauen. Ich hoffe, das passt auch mit dem Upscreenen von den zwei Bildschirmen. Werde ich dann natürlich hier einblenden, beziehungsweise seht ihr die wahrscheinlich schon oder auch nicht. Ach, keine Ahnung, wie ich das dann mache. Auf jeden Fall screen ich das mal ab und zeige euch dann mal den Kampf, ob das hinhaut oder nicht. We'll be right back.
So, da ist es zu Ende. Das war also ein richtig leichtes Spiel. 66 Sekunden waren sogar noch übrig. Und es sind gerade mal 4 Pokémon gestorben. Beim 5. waren wir angelangt. Es wäre bei jedem noch ein ganzes, komplettes übrig gewesen. Das kam überhaupt nicht zum Einsatz. Und auch, dass Sumpex hier so eine gute Verwendung gefunden hat, finde ich richtig genial. Eigentlich ein Wasser-Pokémon, aber mit Bodenattacken. Was hier reinknallt, 200%ige. Bei Bob auf der Seite ein 100%iges. Bei mir, ich glaube, ich habe auch noch ein 2. Habe ich aber noch nicht entwickelt. Da wollte ich auf den Community Day warten. Aber die sind so schon richtig genial, wie man sieht. Natürlich auch die Rihornior, wenn ihr da welche habt. Entwickelt die ruhig, als eure Rizaros zurennen. Rihornior und gönnt euch Groudon, obwohl wenn ihr damals keins bekommen habt, werdet ihr jetzt erstmal keins bekommen. Ich werde die zwar jetzt noch eintüten, das schneide ich natürlich hier hinten noch rein, aber es sah relativ leicht aus. Mit den entsprechenden Pokémon ist es auch sehr einfach und deswegen, wer die Mittel dazu hat und die Viecher, dem empfehle ich jeden, macht mal einen Duo-Raid, ist eine coole Sache auf jeden Fall. Wenn gerade keine anderen Leute am Start sind oder so, dann seid ihr auch auf euch gestellt, dann könnt ihr das natürlich auch machen, müsst nicht immer warten, müsst euch nicht absprechen. In der Gruppe macht es natürlich am meisten Spaß, aber so wisst ihr wenigstens, ihr könnt auch einfach mal einen auf dem Weg mitnehmen und müsst jetzt nicht extra stundenlang warten, ob da jemand kommt oder nicht. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, die tüte ich jetzt noch ein. Bis zum nächsten Mal dann. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.